Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Worm Total War mit mir, dem Skipion und natürlich den Skipionen. Und ja, im letzten Teil haben wir blöde Aktionen gemacht. Da habe ich mal gefailt. Mit der Autoschlacht gegen die Griechen. Ja, warum nicht? Und ja. Oh, wir haben die da eingenommen. Und genau, wir haben Alexandria angegriffen. Weil wir es als unsere Chance erachtet haben. Und wie es aussieht, habe ich damit auch gut gepokert. Das bringt mir 300 mehr, ja, das machen wir. Das ist eine Idee, die haben jetzt eine. Aber mehr kann ich auch nicht, weil ich kein Geld mehr habe. Nee. Wahl nicht. Ich hätte hier gerne lieber einen Desertoren. Was kann ich hier die Einheiten zusammenziehen? Darf ich hier rausgehen? Nein. Die sollten hier drin lassen. Euch hier drin lass. Dann bleibe ich halt hier eine verdammte Runde drin. Mein Gott. Wenn ihr so pieschig seid. Was ist denn da drin? Das sollten wir eigentlich schaffen. So, dich nehme ich gleich ein. Ne, dich nehme ich jetzt ein. Und dann kriegen wir Geld, weil wir Dings plündern. Yay! Die Armee da ist mir jetzt egal. Vielleicht mache ich die gleich noch. Ich meine, die läuft uns ja nicht weg. Ja, komm. Jetzt plündern wir die ägyptischen Schatzkammern. Die Steinschleuderer und auf die Hobliten muss ich Acht geben. Die werden noch wichtig gegen die Streitwagen. Die hätte ich ganz gerne noch. Weil Speerträger haben wir halt so nicht und die Balearensteine. Nee, es sind Rodos-Steinschleuderer. Ich habe mich vertan. Die können uns halt noch gute Dienste erweisen. Ja, die werden halt jetzt hier auseinandergenommen. So, vielleicht verlieren wir auch keine einzige Einheit. Außer vielleicht bei den, ja, bei der Leibwache. Und vielleicht bei den Kamelenkriegern, wenn ich da jetzt reingehe. Aber eigentlich sieht das hier schon gut aus, ja. Vor allen Dingen, er hat eine Erfahrung und einen Angriffsbonus. Lobet die Götter. Der feindliche General wurde getötet und Furcht erfüllt nun die Herzen unserer Feinde. Nein, nicht da reinrennen. Oh, ihr seid doch doof. Ja, die Axtkämpfer sind nicht zu unterschätzen. Kuckuck, da kommt Verstärkung. Jetzt seid ihr im Matsch. Ja. Und wir haben Alexandria eingenommen. Yay! Super. Oh. Wir werden es nicht lange halten. Wobei, wenn wir die Hubliten richtig aufstellen. Nein, wir werden es nicht lange halten. Rückzug. Gut, was hat uns das jetzt gebracht? Söldner? Ich segel mal zurück, ne?
Ja. Das war sehr schön. Hust. Ach Mann. Egal, wir haben Geld bekommen. Die Full Stack da haben wir mal nicht gesehen. Das hätte ich nicht verteidigen können. Ich wüsste nicht wie. Selbst wenn ich mich auf die Brücke gestellt hätte und was weiß ich nicht gemacht hätte. Der sollte doch viel bringen, gerade bei Karthago. Ja, 400. Sehr schön. Nee, da muss. Das ist wichtig. Das müssen wir bauen. Ja, nächste Runde. Schade. Ich dachte eigentlich, so, die sind noch so ein bisschen mit den Seleukiden beschäftigt. Ja, nimm wahr. Zwei Runden brauchst du. Ja, gut. Vielleicht können wir auch jetzt hier Kydoni einnehmen. Das wäre auch ganz cool. Thapsus und Dimidi. Ja. Ja, und dann nippt es der Schrein fertig. Sehr schön. Kann ich jetzt hier euch alleine lassen? Jawohl. Was sind das für Banausen? Ach, das ist ja nur so eine kleine Mini-Armee. So, ja, die Karthager kriegen jetzt Schiss. Ah. So, denn in 6 Runden haben die verloren. Sehr schön. Da war ein Aufstand. Warum? Oh, jetzt kommen die Spanier. Was haben die denn da? Oh. Ja, das sieht noch da nach einer schönen Schlacht aus. Brauchen wir die Schmiede? Nee, gar nicht. Ich brauche Gebäude, die mehr Geld bringen. Brauche jetzt irgendwie Geld. Ich wollte noch in 2 Städten den Markt bauen. Der bringt mir etwas Kohle. Kydonia gehört immer noch niemanden. Hier könnte ich jetzt meine Bogenschützen fortbilden. Und ich kann jetzt Korinth angreifen, ne? Ja, ich könnte Korinth angreifen. Ja, Kreta-Bogenschützen nehmen und Stadt belagern. Nächste Runde. Ah, ich habe was vergessen. Was wollte ich machen? Ich wollte die Stadt vor den Spaniern befreien, ne? So. Letzte Schlacht gegen die Karthager. Ah, oh, er hat sogar hier noch Elefanten. Ja, das ist nicht doch mal eine Herausforderung. Wobei ich glaube, wir haben Bogenschützen dabei, ne? Ah, warum bin ich denn so vergesslich? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin gerade nicht ganz bei der Sache. Ich glaube, ich mache hier nachher erstmal eine Aufnahmepause. Ja, stimmt, hier haben wir noch die Felites drin. So, ihr verstärkt hier die Flanken. Ah, oh ja, wir haben eine schöne Kavallerie-Armee. Der Feind hat Verstärkungen gerufen und versucht so jämmerlich seine Haut zu retten. Damit sollten wir eigentlich ihn hier fertig machen können. Weil das ist nur leichte Infanterie und es ist nur Stadtmiliz eigentlich. Guck, da flieht wieder. Das Zentrum flieht ja quasi jetzt schon. Der feindliche General läuft davon. Nie sollte sich ein Anführer so verhalten. Doch am schlimmsten ist dies inmitten einer Schlacht. So, das ist eine sehr schöne Massenpanik, die wir hier ausgelöst haben. Lob sei den Göttern.
Sie haben die Herzen unserer Feinde mit Furcht erfüllt. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier möglichst viel noch bekommen, ne? So. Ja, man sieht ganz gut, die Einheit ist ja als erste reingegangen, die hat ganz gut Verluste erlitten. Ach Mann, und eigentlich wollte ich mich nicht auf offenem Feld gegen die Elefanten stellen. Das habe ich jetzt verpennt. Also das Waldstück könnte uns doch schon guten Schutz bieten vor den Elefanten. Dann nehmen wir halt hier die kleine Anhöhe. Denkt man, das auch okay. Schießt auf die Elefanten, bitte. Er hat ja drei Leibwachen, aber wir haben halt Einheiten mit Silbererfahrung und so. Und so, und die Kavallerie Oberhand. Naja, Kavallerie-Oberhand nicht wirklich. Aber wir haben ja Topliten dabei. Ja, mal gucken, wie das jetzt ausgeht. Ich muss auf jeden Fall meine Topliten jetzt ins Feld werfen. Ja, hier drüben kommt es natürlich zum Kavalleriekampf. Ihr müsst da helfen, Jungs. Ja, die kommen da nicht durch. Ah, jetzt sind sie dran. Sehr schön. Also ein General wird jetzt hier auf jeden Fall aufgespießt. Mein General flieht. Oh nein, das ist nicht gut. Die Elefanten laufen amok, das ist gut. Na, jetzt doch geschafft. Mist, ich habe mich ablenken lassen. Gegnerischer General gefallen, das höre ich gern. Jetzt kriegt er hier natürlich meine Einheiten. Aber ich muss ja nur seinen König umbringen. Oh Mann. Warum, was ist da passiert? Die Elefanten können doch nicht so viel angerichtet haben. Dafür kriege ich jetzt noch zwei seiner Generäle. Komm. Ist hier ein General bei? Eine Niederlage. So viele gute Römer sind sinnlos gestorben. Ich glaube es nicht. Ich bin echt so unkonzentriert. Ich mache hier nur Scheiße. Will ich das jetzt selber machen? Ja, ich will die Kreta behalten. Also so viele Schlachten, wie ich hier drin verloren habe, ne? Habe ich noch nie. Aber egal, das macht das für euch interessanter und für mich auch. Dann habe ich wenigstens mal was zu tun. Warum ist das denn so schwer? Ja gut. Egal, ich habe Spaß an der Sache. Jo. Der Fährmann wird heute viel zu tun haben. Der Feind hat mehr Männer in den Kampf gerufen. Oh Mann, raus da. Da habe ich mal nicht aufgepasst. Ja, üblich. Und ihr solltet eigentlich gar nicht hier sein.
Ja, weil ihr kriegt nämlich jetzt, genau, ihr werdet nämlich gefokust. Meine schönen Kreta-Bogenschützen. Naja, solange ich noch 70 Einheiten davon habe, bin ich zufrieden. Kämpfe hier gegen Rebellen, ich gehe deshalb so ein bisschen in den Nahkampf. Warum halten die Rebellen denn so lange aus? Ah, da Die fliehen sie Götter doch. haben das Herz des feindlichen Generals mit Angst erfüllt. Wie ein Feigling flieht er vor der Schlacht. Und wir haben keinen weiteren Kreta-Bogenschützen verloren. Das ist gut. Ich denke, das ist jetzt hier Der Feind vorbei. zeigt sein wahres Gesicht. Genau, bei Sind keine Rebellen ist es Soldaten, egal, was da sondern flieht. Wenn Hasenfüße, es die vor unseren weg Männern ist, ist es davonlaufen. weg. Mann, oh Mann. Was? Wieso ist da was über? Oh, wirklich? Die Einheiten brauche ich noch. Hier, das hier. Ja, ich möchte Kydonia bitte haben, bevor er sich irgendwer anders holt. Steht nämlich niemand anderen, Korinth. Niemand anderen zu, so. Ja, jetzt haben wir hier so ein paar Söldner. Die meisten davon möchte ich auch behalten. Der Favorite, nix da. Und unseren, dann den Hafen, dann eine Straße. Stadt wächst, Messana. Ja, kann ich jetzt nicht. Wobei, doch, kann ich. Weg mit der Straße. Warum brauche ich überhaupt da die Straße? Brauche ich doch gar nicht. Na gut, auf Palma habe ich es ja auch gemacht. Libyon, yay! Okay. Mach mir hier den Hafen nochmal weg. Und dann machen wir hier lieber den Hafen aus. Ja, du hast dich ja super geschlagen. Nächste Runde. Die Einheiten kann ich nochmal behalten. Ja, die muss ich auf jeden Fall fortbilden. Die Elefanten, ne? Ich glaube, die haben mir da so zugesetzt. Die waren gut. Sehr gut eingesetzt. Ja, aber wir haben ja hier noch einen guten General, ne? So. Gucken wir mal kurz. Das habe ich gerade mit Rechtsklick geöffnet. 70. Ja, Zufriedenheit, weil halt hier die Spanier belagern, ne? Gut. Dann, bevor jetzt da die Verstärkungsarmee kommt, befreien wir mal eben noch die Stadt. Und dann soll es das auch für den Part gewesen sein. Und wenn ich die Schlacht jetzt wieder verliere, dann. Ja, dann. Keine Ahnung. Dann steht es um dieses Let's Play mal. Nicht so gut, was das Schlachtenglück anbelangt. Er zieht sich da auf den Hügel zurück, das macht er schon mal richtig. Wir müssten den General vielleicht von Palma holen, aber ich habe nicht genug Schiffe und ich habe auch kein Geld. Ja, wenn wir jetzt hier so über die Seite gehen, dann ist das schon irgendwie ausgeglichen. Von der Anhöhe her.
Ist halt ein bisschen doof, dass ich keine Kavallerie habe, aber dafür habe ich halt Steinschleuderer. Und da fliehen auch schon seine ersten Einheiten, die gegen meine Hastati anrennen. Das ist sehr schön. Somit hat er schon mal 3 Einheiten verloren. Aber er hat ja nackte Fanatiker. Wir müssen jetzt gucken, dass wir mit den Steinschleudern vielleicht auf seinen General zielen. Ich finde es ja gut, dass die an den General rankommen. An den anderen nicht. Halt, stopp! Es war so klar, dass er das macht. Aber ich habe ja meine barbarischen Söldner dazu geschickt. Ich glaube, ich brauche noch mehr Einheiten als Verstärkung. Immer diese Generäle, die von ihm reinschatschen. Gegnerischer General gefallen, das lese ich sehr gerne. Stellt euch mal bitte wieder in Reihe und Glied auf. Jetzt kommt nämlich der nächste General. Mann! Immer diese suizidgefährdeten Generäle. Jetzt kommen die nackten Fanatiker. Aber das sollte er eigentlich nicht schaffen. Wenn sein General stirbt, dann flieht wahrscheinlich seine Streitmacht. Okay, die flieht jetzt schon, weil halt sein erster General so gestorben ist. So, da kriegen wir auch noch mal ein paar. Gegen was kämpft ihr denn da noch? Ach, Kriegshunde, ja. Ja, ja, toll. Ja, gut. 2/3 vernichtet. Ich müsste jetzt hier eigentlich die Einheiten auch fortbilden, ne? Ah. Wo habe ich was gebaut, was mich viel kostet? Ja, ein Messana. Ja, aber dann lassen wir das erstmal. Ich brauche hier die Truppen. Ah, ein Messana kann ich aber jetzt nichts anderes bauen, ne? Nee. Gut. Gut, Leute, das war's. Es wird spannend. Also wir verlieren hier eine wahrscheinlich verlieren wir gleich hier gegen die Makedonen. Aber, naja. Wir werden sehen, ob es halt wirklich passiert. Ansonsten, hier wird auch nochmal eine Schlacht stattfinden dann. Nächste Runde mit Quintus, dem Sieger. Bei Publius Scipio hat es anscheinend nicht so drauf, sag ich mal. Und, ja. Wir brauchen ein paar Einheiten. Will ich mal nochmal eine Einheit Bogenschützen? Ja, komm, wir nehmen nochmal eine Einheit. Nee. Wir nehmen eine Einheit Balliste mit. Kriegsgerät. So, und dann sehen wir uns im nächsten Part. Haut rein. Ciao.